In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn man nur eine bestimmte Anzahl an Bits zur Verfügung hat und trotzdem weiterrechnet. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir hätten eine ganzzahlige Variable mit vom Typen Byte, also das wären genau 8 Bits. Und nehmen wir jetzt an, wir haben bereits die maximale Zahl dort erreicht. Das wäre 255 oder eben genau 8 Einsen. Jetzt möchten wir dazu eine 1 addieren. Was würde passieren? 1 plus 1 ist eine 0 mit einem Übertrag. Das wird sich jetzt die ganzen Nullen, werden sich nach vorne alle durcharbeiten, um dann als neunte Stelle eine 1 zu bekommen. Was passiert allerdings im Computer? Der Speicherplatz ist begrenzt. Das heißt, ich habe sowieso eigentlich nur diesen Speicherplatz hier. Ich habe gar keine neunte Stelle, wo ich die 1 speichern kann. Und wenn ich genau das im Rechner machen würde, zum maximalen Wert eine 1 wieder dazu addieren, dann bekomme ich eben nicht 1 mehr, sondern ich bekomme wieder die 0 raus. Das wäre diese hier. Ich bekomme einfach hier eine 0. Und das ist das sogenannte Overflow-Problem.